Ich begrüße euch, meine Lieben. Ja, ich bin diesen Monat ein bisschen spät dran. Da kann ich euch nur um Verzeihung bitten, hatte aber zwischenzeitlich eine kleine OP, die mich etwas außer Kraft gesetzt hat. Also bitte ich um euer Verständnis. Aber ich bemühe mich, euch das hier noch rechtzeitig zukommen zu lassen. Das Ganze wird sich so gestalten, es gibt zwei Überschriftskarten. Und zwar zum einen aus dem Krafttier-Orakel-Deck und des Weiteren aus dem Deck Intuition von Martin Zoller. Und dann gibt es ein großes Blatt, und zwar mit dem wunderschönen Lenormand-Deck von Julias Seelenzauber. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was sich hier im Monat April für uns auftut. Ne, das sind zu viele. Ich warte nur auf eine erste Karte, um dann hintereinander auslegen zu können. Ich werde euch auch hier wieder einen Zeitstempel reinsetzen für diejenigen, die hier ein bisschen ungeduldiger sind. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man hier von Anfang bis Ende diese Legung dann auch komplett mitbekommt. So, wie gesagt, die erste Karte werde ich legen. Also ich denke mal, vielleicht braucht man nicht mal einen Zeitstempel, weil es geht jetzt auf los, auch los. Noch der Hinweis, es ist eine allgemeine Legung, das heißt, die Antworten können auf euch zutreffen, müssen es aber nicht zwingend. Aber ihr fühlt euch rein und dann merkt ihr das auch ziemlich schnell, ob das für euch bestimmt ist oder diesmal auch nicht. Die verwendeten Kartendecks, die ich eben benannt habe, und alle sonstigen, die ich für andere Legungen von mir verwende, findet ihr immer hier unter dem Link in der Infobox. Und ansonsten bleibt mir nur noch ein ganz großes Dankeschön für all die lieben Kommentare, die mir viele von euch jetzt schon hinterlassen, die mich wirklich erfreuen. Für jeden Daumen hoch und natürlich ein ganz besonderes Dankeschön fürs Aktivieren des Glöckchens. Das heißt, für jeden, der hier meinen Kanal abonniert, den Vorteil hat, über neu hochgeladene Legungen immer informiert zu werden. Ja, und für mich ist es halt meine Belohnung, das Steigen der Abonnentenzahlen zu verfolgen. Und dafür mein ganz großes Dankeschön. Und auf los geht's los. Wir schauen, welches Krafttier uns begleitet. Ja, passend. Ihr wisst ja, in der letzten Zeit hatten wir diese Worte über Veränderung, Transformation. Das begleitet uns eigentlich seit Jahresanfang. Und hier sehen wir mit dem Krafttier, das Krokodil, die Überschrift Transformation. Urängste und alte Blockaden können jetzt überwunden werden. Tief sitzende Wunden finden Heilung. Also, indem man in diese Heilung kommt, gehen wir auch gleichzeitig in die Transformation. Das heißt, man kann wieder in positive Richtungen schauen, im Zusammenhang mit dieser Transformation, und sich wirklich auf Neues freuen und konzentrieren. Und die Intuition schicken uns passend dazu die wunderschöne Karte Erfolg. Man sieht hier eine Straße, die einem erstmal endlos erscheint. Und so geht es vielleicht und ging es auch vielen vielleicht von uns. Man hatte so das Gefühl, meine Güte, die reden alle immer nur von Veränderung. Wo ist denn hier das Ziel? Ja, ein langer, langer Weg, der aber hier am Ende zu einem wunderbaren Erfolg führt. Und das ist im Grunde genommen das Ziel der Transformation, nämlich den Erfolg finden, den Erfolg erreichen und eigentlich damit die Transformation zu vollenden. Das Büchlein sagt, entspanne dich, du hast erreicht, was du wolltest. Reichtum, Freude, Ansehen, Macht, Luxus und Schönheit umgeben dich.
Die Vergangenheit hast du erfolgreich bewältigt. Die Zukunft lässt jetzt auf sich warten. Genieße die Gegenwart und sei stolz auf dich. Lass andere für dich kreieren. Also mit anderen Worten, das wird ein Monat, der von Erfolg und von Transformation begleitet und gekrönt wird. Und wir sehen hier gleich bei der ersten Karte haben wir die Sterne. Die Sterne legt sich ins Haus des Reiters. Das heißt, es ist hier Bewegung drin. Bewegung, die uns in die Klarheit bringt, die uns zu Wunscherfüllung verhelfen wird, die ein neues Lebenskapitel öffnet für viele von uns, kommen diese positiven Veränderungen. Also alleine diese drei ersten Karten zeigen und unterstreichen diese Überschrift, die Transformation und den Erfolg. Den Erfolg sehen wir mit den Sternen. Klarheit, Wunscherfüllung. Ein neuer Kreislauf beginnt. Es öffnet sich ein neues Kapitel, was uns in positive Veränderungen bringt. Unterstützt werden wir von treuen, loyalen Freunden, die uns Kraft und Stabilität, die uns zu Kraft und zu Stabilität weiterhin auch verhelfen werden. Auf dem Platz der Wolken haben wir die Routen. Das heißt, es wird auch noch vielleicht die eine oder andere Diskussion und Auseinandersetzung hier auf uns warten. Aber auch das werden wir super meistern. Denn wir haben hier im Hause der Schlange den Sarg. Das heißt, aus diesen ganzen Verstrickungen, aus diesen, Umwegen, alles, was uns so an dem Erfolg gehindert hat, das geht jetzt in die Transformation. Der Sarg zeigt das, unterstrichen von der Überschrift, die Transformation. Ein neuer Lebenszyklus wird sich hier öffnen. Der Sarg, der Tod, eine Sache geht zu Ende, aber etwas Neues. Fantastisches wartet hier, denn es spiegelt sich hier mit dem Buch, mit dem geöffneten Buch, das uns sagt, es eröffnet sich ein neues Lebenskapitel. Und das hilft uns wirklich schlau an alles ranzugehen. Wirklich zu wissen, dass alles Negative, alles, was uns hier belastet hat, all das geht zu Ende. Der Fuchs liegt im Hause des Sarges. Das heißt, es ist ein Ende zu sehen von allen Schwierigkeiten, auch von Situationen, wo euch Menschen gegenüber nicht aufrichtig waren, euch vielleicht auch versucht haben zu schaden. All das wird jetzt ein Ende haben. Denn hier haben wir den Beginn des neuen Lebenszykluses. Und ihr selbst als Fragesteller legt euch ins Haus der Blumen. Das heißt, auf euch wartet hier wirklich Freude, Einladungen, Geschenke. Hier ist eine Dame abgebildet, aber ihr wisst, mein Hinweis wie immer, es ist eine allgemeine Legung und das bedeutet, jetzt muss ich nochmal, ich habe einen Fehler gemacht, verzeiht mir bitte. Ich sehe gerade, ich habe hier eine Karte zu wenig in der ersten Reihe. Also ihr selbst als Fragesteller, in der allgemeinen Legung ist die 29 immer die Karte des Fragestellers. Ihr selbst legt euch in das Haus des Sarges. Das heißt, ihr selbst seid in diesem Zyklus jetzt drin, dass der eine Zyklus dem Ende entgegengeht, und der neue Zyklus jetzt hier auf euch wartet. Ihr spiegelt euch mit den Sternen. Das heißt, ihr kommt in die Klarheit. Ihr kommt in die Wunscherfüllung. Es beginnt das neue Kapitel, wo alles Negative hinter euch bleiben kann. Wo alles
auf ein neues Ziel ausgerichtet ist. Ihr kommt hier im Hause der Wolken mit dem Sarg in die Klarheit. Ihr kommt klar in die positiven Veränderungen und ihr habt hier treue und loyale Freunde an eurer Seite, die euch auch in schwierigen Situationen unterstützen und euch begleiten. Und im Hause der Blumen haben wir den Mond. Das heißt, die Sehnsüchte, die euch vielleicht viel beschäftigt haben in den letzten Wochen, die sind jetzt im Grunde genommen auf dem Weg der Veränderung. Diese Sehnsüchte werden begleitet jetzt und ausgeräumt durch Einladungen, durch Geschenke. Ihr werdet neue Menschen kennenlernen. Es eröffnen sich neue Kapitel, die euch rausholen aus euren Sehnsüchten und euch zur Klarheit und zur Wunscherfüllung verhelfen können. Und das mit Sicherheit schneller, wie ihr denkt. Denn die Sense legt sich in ihr eigenes Haus. Das heißt, es liegt im Hause der Sense. Und von daher kann man sagen, es zeichnet sich hier ab. Es zeichnet sich überraschend und schnell eine Veränderung ab, die euch hier im Grunde genommen den Weg zeigt, der euch überraschend zu einem neuen Lebenskapitel verhilft, was euch auch Wunscherfüllung bringt. Für den einen oder anderen kann das auch Wunscherfüllung im Herzensbereich sein. Mit einem Gegenüber. Im Hause des Kindes liegt der Turm. Das heißt, der Turm fällt in sich zusammen. Es kommt zu einem Umbruch und damit zu einem Neuanfang. Und dieser Neuanfang bringt Gesundung, Stabilität, der bringt euch eure Kraft zurück, der hilft euch, diesen Lebenszyklus, diesen einen Lebenszyklus zu beenden und in den neuen reinzugehen. Ihr habt die Kraft und die Stärke. Und der Bär liegt in seinem eigenen Haus, im Hause des Bären. Das heißt, es kann auf eure Kraft und Stärke hinweisen, es kann aber auch ein Familienmitglied, eine Vaterperson, eine ältere Person, die euch hier zur Seite steht. Es kann aber auch jemand aus der Vergangenheit sein. Das bitte ordnet ihr zu. Denn das Ganze scheint sich hier schicksalhaft aufzuklären. Das Kreuz liegt im Hause der Sterne. Das heißt, das Schicksal bringt euch hier in die Klarheit. Das Schicksal verhilft euch zur Wunscherfüllung. Wir schauen weiter. Im Hause der Störche haben wir den Schlüssel. Das heißt, mit Sicherheit wird es zu positiven Veränderungen kommen. Es öffnen sich neue Türen für viele von euch. Ihr beschreitet neue Wege und kommt damit an euer anvisiertes Ziel. Dieses anvisierte Ziel, das nach langer, langer Strecke zum Erfolg führt, das ist jetzt in greifbarer Nähe. Blockaden und Hindernisse, die könnt ihr jetzt hinter euch lassen. Es sind hier Nachrichten auf dem Weg zu euch unterwegs, die euch Freude bringen werden, die euch Einladungen bringen werden, die euch ja mit zu Glück und Erfolg verhelfen. Fantastische Aussagen. Im Hause des Ringes haben wir das Haus. Das kann für viele auch ein Hinweis sein, dass es im häuslichen Bereich zu irgendwelchen Verträgen kommt, dass sich auch da neue Kreisläufe eröffnen. Das heißt, es kann ein Umzug sein,
Es kann eine vertragliche Situation für einen Hauskauf, für einen Wohnungskauf etc. sein. Auch da haben wir nach langen Umwegen ein wunderbares Ziel vor Augen. Die Öffentlichkeit steht euch auch zur Seite und unterstützt euch, in dem Fall hier sogar im finanziellen Bereich. Das heißt, vielleicht braucht ihr, um dieses Häusliche hier zu verändern, finanzielle Unterstützung. Und die Öffentlichkeit stellt hier ein Kreditinstitut dar. Auch das wird sich ins Positive wenden. Es werden dazu Gespräche nötig sein, aber diese Gespräche führen erfolgreich zu einem Vertrag, zu einem Beschluss, der euch aus Sorgen und aus Kummer endgültig befreit und euch in diese, ja, in diese familiäre Ruhe und Harmonie zurückbringt. Und im Hause des Schlüssels haben wir die Wolken. Das heißt, diese Sicherheit, die man jetzt immer gesucht hat, es kommt jetzt die Klarheit, es kommt zur Klarheit. Und bei den Finanzen setzt sich das Ganze jetzt in Gang. Das heißt, diese Hilfe, die ihr hier vielleicht von der Öffentlichkeit in Anspruch nehmen wollt, die setzt sich in Gang und wird wirklich auch zu Erfolg führen. Für viele wird es auch im Beruf kleine glückliche Veränderungen geben. Das heißt, es ist etwas, was euch auf jeden Fall Freude bereiten wird, womit ihr nicht gerechnet habt. Und das Kind legt sich im Haus des Kreuzes. Das heißt, das Schicksal hält hier den Neuanfang bereit. Und jetzt werde ich detailliert in die Deutung reinschauen, um noch verschiedene Dinge aufzuschlüsseln. Wir haben also hier bei den Eckkarten die Sterne, die wie gesagt für Klarheit, für Wunscherfüllung stehen. Und die spiegeln sich mit euch als Fragesteller. Das heißt, hier sind wir bei der Überschrift. Es kommt zum Erfolg, es kommt zu Transformation. Diese Transformationen bringen euch wieder in die Ruhe, in die Harmonie und auch in die Stabilität in eurem Fundament. Wir schauen jetzt direkt. Das heißt, alles Negative, ihr als Hauptperson, könnt alles Negative, alles, was es euch schwer gemacht habt, hinter euch lassen. Das Schicksal begleitet euch auf diesem Weg. Es führt euch in die Transformation durch eure Kraft und Stärke und vielleicht bei dem einen oder anderen auch mit Unterstützung einer älteren Begleitperson. Enden tut diese schicksalhafte Geschichte auf jeden Fall erfolgreich. Wir haben die Sonne dabei. Das heißt, ihr geht in den Erfolg. Ihr werdet Glück haben. Es wartet hier eine wunderbare Transformation auf euch als Fragesteller. Diskussionen, Streitgespräche, all das geht auch wieder in die Gesundung. Das heißt, man kommt wieder in die Kraft, man kommt wieder zu Stabilität, es kommt wieder zu Einladungen, zu neuen Menschen um einen herum, neues Kennenlernen. Und im familiären Bereich zu Ruhe und Harmonie. Treue, loyale Freunde werden euch begleiten, euch rausholen aus eurem Rückzug im Turm. Es setzt sich etwas in Bewegung, was euch von Sorgen und Nöten jetzt befreit. Für viele warten diese positiven Veränderungen auch mit einem Gegenüber. Das heißt, diese positiven Veränderungen hängen vielleicht bei vielen von euch mit einem Gegenüber zusammen. Das Ganze wird sich äußern und zeigen durch Kommunikation. Das heißt, wir haben hier den Brief. Es kann zu schriftlichen Auseinandersetzungen, beziehungsweise nicht Auseinandersetzungen, sondern zu
Kontaktaufnahme kommen mit einem Gegenüber. Vielleicht ist es auch jemand aus der Vergangenheit bei dem einen oder anderen von euch. Und man versucht, wieder in einen harmonischen Kreislauf zu finden. Es eröffnen sich nämlich hier auch neue Kapitel im Herzensbereich. Das heißt, auch da kann man vielleicht damit rechnen, dass bei dem einen oder anderen von euch, ob ein Single oder auch jemand, der in Beziehungen ist, dass sich etwas Neues zeigt oder etwas Altes neu ins Leben gerufen werden möchte. Blockaden und Hindernisse können durch Gespräche gut geräumt werden und können damit dann auch zu einem wunderbaren Neuanfang führen. Das heißt, es liegt in eurer Hand, nach vorne zu schauen, in die Klarheit kommen, in die Wunscherfüllung. Überraschend und schnell wird es zu einer Verankerung kommen. Das heißt, ankommen. Ankommen am Erfolg, an dem Ziel, unterstützt auch von emotionaler, vielleicht auch bei vielen von materieller Fülle, was euch zu eurem kleinen Glück in der momentanen Situation verhelfen wird. Eure Sehnsüchte, eure Unsicherheit, wo man immer wieder so ein bisschen in Träumerei verfallen ist, da eröffnen sich jetzt neue Wege. Neue Wege, die euch mit Unterstützung aus der Öffentlichkeit jetzt vorwärts bringen. Es geht langsam vorwärts, aber es setzt sich mehr und mehr in Bewegung. Neue Türen öffnen sich, die euch aus Verstrickungen rausholen, die euch helfen, in die Gesundung zu kommen. In die Gesundung, die euch wieder hier in die Klarheit bringt. Die dunklen Wolken gehen weg, es wird klar. Vieles wird klar, auch bei vielen von euch, was den häuslichen Bereich betrifft. Wir haben hier die Sterne, das heißt die Klarheit, Wunscherfüllung. Bei vielen im Zusammenhang mit dem häuslichen Bereich. Das heißt, vielleicht habt ihr schon lange davon geträumt, einen Umzug in Angriff zu nehmen, euch eine Immobilie zu erwerben, was auch immer. Ihr könnt jetzt hier den Sehnsüchten folgen. Es öffnen sich hier neue Möglichkeiten für diesen häuslichen Bereich, für euer Fundament. Ein Kapitel, was bisher vielleicht für viele von euch verborgen war, im Verborgenen lag, wird sich überraschend öffnen. Es eröffnet sich etwas, womit ihr nicht gerechnet habt, was schneller kommt wie erwartet, was euch aber neue Wege aufzeigen wird und euch damit raushelfen wird aus sämtlichen Verstrickungen. Also ihr wart, viele von euch waren vielleicht in Situationen, wie hier die Karte eigentlich dargestellt hat, dieses endlos Laufen einer Sache, einem Wunsch, einem Denken hinterherlaufen und irgendwo nie das Ende zu sehen. Aber wir sehen hier, das Ende ist jetzt erreicht. Und genau das stellt sich hier auch dar. Es eröffnet sich etwas Neues, was ihr lange ja als unerreichbar gesehen habt. Das kommt überraschend in Gang. Es öffnen sich neue Wege, die euch raushelfen. Es geht in die positiven Veränderungen. Herzenswünsche werden sich verankern. Das heißt, man kommt an das Ziel, man erreicht diese Wunscherfüllung, erreicht diesen Erfolg. Auch mit Hilfe aus der Öffentlichkeit werden sich diese dunklen Wolken lüften. Treue, loyale Freunde stehen euch zur Seite.
und bei vielen auch ein Gegenüber, sodass Blockaden und Hindernisse auch aus dem Weg geräumt werden können. Ihr könnt es schaffen, mit emotionaler und oder finanzieller Hilfe euren Sehnsüchten zu folgen, mehr und mehr in Gang zu kommen. Diskussionen, Streitgespräche haben jetzt ein Ende. Ihr könnt rauskommen aus eurem Rückzug. Geht jetzt in den Umbruch. Hier warten Nachrichten auf euch. Es werden Gespräche folgen, die euch zu Glück verhelfen, die euch zeigen, ihr seid auf dem richtigen Weg. Der Lebenszyklus, der sich hier beendet, bringt euch in die Gesundung, in die Kraft, einfach wieder in die Stabilität. Und das Ganze ist bereits in Gang. Es ist unterwegs zu euch und es wird zu einem neuen Kreislauf führen. Einen Kreislauf, der einen Neuanfang darstellt. Es wartet hier ein wunderbarer Neuanfang, der euch wirklich aus allen Problemen, aus negativen Dingen rausholt, der euch Kraft und Stärke verleiht, der euch wirklich wieder ja, zu Freude verhilft, zu Einladungen. Es warten Geschenke, es warten neue Menschen auf euch. Alle Sorgen könnt ihr jetzt hinter euch lassen. Wir haben hier Glück und Erfolg im Zusammenhang quer mit den Mäusen. Das heißt, diese Sorgen und Probleme gehen endgültig raus. Schaut positiv nach vorne, denn ihr als Fragesteller habt hier mit einem traumhaften Schicksal Glück und Erfolg auf eurem Weg. Glück und Erfolg für euch als Familie, Harmonie, all das stellt sich hier in eurer Linie als wunderbares, zukunftsorientierter Wegweiser dar. Es ist wirklich so, dass man sagen kann, für euch als Fragesteller hält das Schicksal jetzt Glück und Erfolg bereit. Ihr kommt in die Ruhe, in die Harmonie. Ihr könnt einfach positiv nach vorne schauen. Und das ist doch etwas, was wir uns alle wünschen. Klarheit, Wunscherfüllung, das neue Kapitel, das euch aus allen Problemen raushilft. Positive Veränderungen durch das Ende eines Lebenszykluses und den Beginn eines neuen. Diskussionen und Gespräche, die euch durch treue und loyale Freunde, aber auch zum Erfolg verhelfen können. Diese Sehnsüchte, die sind jetzt vom Schicksal gelenkt und gehen in die Umsetzung, überraschend und schnell, mit Kraft und Stärke. Kommt ihr in die Stabilität, in die Gesundung, bei vielen auch, wie gesagt, in zwischenmenschlichen Beziehungen oder auch bei Herzenswünschen. Das heißt, ihr könnt rauskommen aus eurem Rückzug und geht in den Umbruch. Entweder mit einem Herzensmenschen oder jemand, der euch hilft, eure Herzenswünsche umzusetzen. Es öffnen sich hier neue Türen. Mit Sicherheit wartet hier Glück und Erfolg durch Begehen neuer Wege, die euch auch zu neuen Menschen verhelfen, zu Einladungen, zu Geschenken, ankommen, sich verankern können. All das ist unterwegs, auch durch schriftliche Nachrichten, die euch Blockaden und Hindernisse aus dem Weg räumen werden. Euer Fundament, auf und in eurem Fundament wartet Harmonie, Ruhe. Diese ganzen Verstrickungen, Kummer und Sorgen, all das geht raus. Ihr habt die Hilfe, auch aus der Öffentlichkeit,
Und das Ganze setzt sich jetzt mit einem neuen Kreislauf in Gang. Gespräche, die euch verhelfen zu emotionaler und bei vielen auch zu finanzieller Unterstützung. Alles, was hier so ein bisschen verhangen war, kommt jetzt in einen wunderbaren Neuanfang, der euch Glück bringt und der bereits auf dem Weg zu euch ist. Also ich denke, der April zeigt sich hier mit wunderbarer Abwechslung. Das heißt, es wird, wie ich auch in den Elementenlegungen schon gesagt habe, ein sehr abwechslungsreicher Monat. Das heißt, man hat Höhen und Tiefen mit drin. Es sind immer noch natürlich Blockaden und Hindernisse, die man aus dem Weg räumen muss. Man ist vielleicht noch im Rückzug, aber wir haben mit dem Sarg den Hinweis, dass dieser Lebenszyklus jetzt in die Endrunde geht. Und die Überschrift zeigt es auch nochmal deutlich. Transformation und Erfolg. Ja, ihr Lieben, ich wünsche uns allen einen fantastischen Monat April. Freue mich über ein Feedback von eurer Seite und besonders freue ich mich, wenn ihr auch bei den nächsten Legungen wieder an meiner Seite seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.